Adam Rundquist, heute ein 13-0 Heimsieg. Was haben die heute besser gemacht als der HC Sion? Ja, ich denke, wir haben ein solides Spiel gemacht für über 60 Minuten. Und ja, alle hat unsere Spielplan gefolgt und ja, hart gekämpft eigentlich. Das versuchen wir jedes Spiel zu machen natürlich, aber heute denke ich, alles hat geklappt und Brian hat super gespielt im Tor und ja, so wie wenn wir keine Tore bekommen, dann ist es einfacher zum Gewinnen natürlich. Das letzte Spiel in Sion habt ihr verloren, war das im Vorfeld ein Thema? Nein, ich denke, das Spiel war auch nicht so schlecht eigentlich, aber dann haben wir ein bisschen mehr Tore gebraucht, aber ja, es ist ja so, manchmal spielst du gut und verlierst und manchmal spielst du schlecht und gewinnst. Also, aber ich denke, heute haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Jetzt geht es gleich weiter am Sonntag gegen GCK auswärts, immer ein sehr unangenehmer Gegner. Ja, das... haben wir Schwierigkeiten gehabt, aber hoffentlich können wir wieder so ein Spiel machen wie heute und dann haben wir gute Chancen zum Winnen natürlich. Dann wünschen wir viel Glück. Vielen Dank, Adam.